Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir folgen immer weiterhin und nehmen so ein bisschen mit, was wir auf dem Weg finden. Und wir sind das letzte Mal aus Helgen entkommen. Und machen jetzt einfach mal direkt weiter. Das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, ist schon ein bisschen her. Und wir sind jetzt im Flusswald. Weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt! Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Lass die Finger davon! Groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen. Es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Tja, die alte Dame hat wohl mehr oder weniger recht. Das sieht einfach schön aus. Ich persönlich mag ja Berge richtig gerne irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist irgendwie so. Und insofern passt ja die Landschaft sehr. Bruder, bei Maras Gnade. Es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Eine eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hord, kommt bitte mal her. Warloff, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Nee, Sven ist nicht betrunken. Aber er glaubt seiner Mutter nicht. Ach Quatsch, eh. Eben kurz hier ein bisschen was mitnehmen. Und wir speichern nochmal. Onkel Ralof, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och, Mama, ich will noch hierbleiben und mit Onkel Ralof reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleiche. Der Hund ist voll cool. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn.
Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralov ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Oh, sehr gut. Könnt ihr also quasi einkaufen, soweit ich das hier sehen kann. Oder, ja doch, das dürfte unseres. Moment mal. Das soll jetzt aber ihr's hier, ne? Oder verstehe ich das falsch? Ich glaube eigentlich nichts. Moment mal. Moment mal, können wir uns das einfach mitnehmen? Ach, das sind Geschenke, alles klar. Ah. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Gut, wir tragen etwas zu viel, deswegen müssen wir eben kurz was loswerden. Beziehungsweise wir verkaufen es am besten. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, sehr gut. Deswegen... Ich weiß jetzt nicht, wo hier ein Händler ist. Ich hoffe, deswegen... euch in Tellen zu sehen. Viel Glück. Ja, dir auch. Deswegen, wobei, wir können uns nochmal nicht unterhalten. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wir unterhalten uns erstmal mit ihm und dann verkaufen wir die Sachen, weil hier im Dorf ist auch ein Schmied, dann können wir das verkaufen. Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden, also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Sehr gut. Und ob. Genau wie alle wahren Söhne von Himmelsrand. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich nach Windhelm gehen. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Ey, das ist aber noch was zu reden, oder nicht? Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. War dieser Drache auf eurer Seite? Was? Wohl kaum. Selbst Ulfric könnte sich keinen Drachen aus dem Ärmel zaubern. Hat gerade rechtzeitig angegriffen, was? Ich kann gut darauf verzichten, dass der kaiserliche Henker mir eine Rasur verpasst. Das ist wohl wahr. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Seid vorsichtig. Ja, wir müssen jetzt also so langsam gehen, weil wir eben halt überladen sind. Aber direkt da vorne, man hört es ja schon, ist der Schmied. Und deswegen möchte ich jetzt hier keine Sachen abwerfen oder so. Da wir die dort alle gut zu Geld machen können. Und wir können mal kurz vorher gucken. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon etwas länger, dass ich aufgenommen habe, deswegen... Eben kurz gucken, was wir alles angelegt haben. Wir haben kaiserliche Rüstung 27. Haben wir irgendwas, was über 27 rüber geht? An Rüstung. Nee. Ich denke, wir haben schon das Beste angezogen, was wir bis jetzt hatten. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal hin und verkaufen alles, was wir nicht mehr brauchen. Und wie ich schon gesagt hatte, ich möchte ja ein Jäger werden. Also mit Pfeil und Bogen agieren. Und natürlich auch ein bisschen mit Zaubern.
Und damit es schon funktionieren. Und der Schmied ist gerade weggegangen, weil es gerade Nacht wird. Das ist natürlich ziemlich intelligent. Gut, dann müssen wir gucken. Wohnen die eigentlich hier? Ich weiß gerade gar nicht, wo deren Haus ist. Um ehrlich zu sein. Gucken wir mal eben kurz. Alas, ist das deren Haus? Weil der hieß doch Ralof, oder? Aber es ist ja auch nur... Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Ah, das ist der Schmied. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Und hier backt was rum. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Schmied benutzen. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Gut, dann können wir jetzt noch nicht mit ihm handeln. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir das so, dass wir warten. Und zwar hier vorne warten wir einfach mal, bis es wieder morgen ist. Gucken. Weil irgendwann muss er wieder aufstehen, um uns bedienen zu können. Und deswegen warten wir einfach mal ein bisschen. So, das sollte eigentlich reichen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er schon da vorne ist. Scheint er aber nicht zu sein, warum auch immer. Warten wir noch mal eine Stunde. Na, da ist er jetzt. Alles klar. Hallo, Alvor. Braucht ihr eine neue Klinge? Alvor, was hast du zu verkaufen? Na, Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Das klingt das schon mal nicht schlecht. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir, um einen Gegenstand zu kaufen. Oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Wir verkaufen erstmal unsere Waffen. Diese hier ist schlechter, glaube ich, als das sonst ausgerüstet haben, ja. Also verkaufen. Verkaufen. Hier können wir auch einen von verkaufen. Den Rest behalten wir erstmal. Bekleidung. Den möchte ich eigentlich behalten. Das Schild können wir auch behalten. Die Stiefel, da haben wir, glaube ich, bessere gehabt. Kurz gucken. Ja, da haben wir besser von, aber hier können wir auch einen verkaufen. Von auch ein. Leichte Rüstung. Die Frage ist natürlich, weil wir das eigentlich tragen können müssen. Kaufen wir das mal. Leichte kaiserliche Armschienen. Da hatten wir diese hier, ne? Diesen stärker. Jo. Dann die Fellstiefel. Das Eisenschild wollen wir behalten. Den leichten Helm. Kaufen wir, kaiserliche Offizierswärme behalten wir und das hier verkaufen wir auch mal. Wobei ich eigentlich diesen Helm viel cooler finde als den, obwohl der natürlich mehr Rüstung hat. Irgendwie finde ich den viel cooler. Sonstiges, das können wir erstmal behalten. So, was hast du denn an Bekleidung? Ein Eisenschild, geschlagene kaiserliche Rüstung. Das scheint schon mal alles nicht besonders schlecht zu sein, aber gut, die haben wir schon den größten Teil von gekauft. Leichte Rüstung und 12 Punkte. Gut. Wir müssen erstmal eben kurz gucken. Also gut. Überhaupt eine Hose an. Abgesehen davon sehen wir irgendwie ganz schön danach aus, als ob wir zu den Gegnern gehören würden. Aber gut, so ist das am Anfang eben halt. So, kannst du uns noch irgendwas beibringen? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht.
Fangt ruhig an. Okay. Auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das hier machen müssen. Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterial hergestellt. Wir sollten uns einen Eisendolch herstellen. Gar nicht mal so schlecht. Lehrlingsstufe, aber solide. Macht nur weiter. Okay. Und jetzt? Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Also gut. Hat er uns das Metall schon gegeben? Schleifstein, benutzt den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Herstellen. Alles klar. Braucht ihr eine neue Klinge? Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay. Auf Wiedersehen. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Stiefel in Streifen zu schneiden. Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstung benötigt. Gut. Wir machen das einfach mal nach der Reihenfolge, wie er uns das gesagt hat. Seid ihr eher von der heimtückischen... Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Ist klar, ein Pelzhelm. Ist das auch hier machen? Nee, hab ich auch gewundert. Das ist natürlich hier stehlen. Das hier vorne. Benutze Werkbänke, um Rüstung zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt, die... Höhe der Verbesserung hängt von der Schmiedekunstfertigkeit und von dem Talent ab. Sollten wir uns einen Eisenhelm machen, ne? Nee, Moment, hier kann man ja noch nur verbessern. Bin ich gerade dumm? Moment mal. Mal eben kurz, nee, das war's nicht. Quests. Verschiedenes. Ich stelle einen Pelzhelm her. Ach, auch hier vorne. Was auch immer ihr benötigt. Pelz. Es einfach und stark ist. Pelzhelm. Das Schmieden. Sehr gut, hätten wir das auch. Ich könnte euch ein... Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Also wahrscheinlich gut. Den hier. Werkbank, genau. Pelzhelm. Herstellen. Ja. Okay, perfekt. Gehen wir wieder ab. Seid ihr eher von da... Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht, hm? Sehr gut, gucken wir uns mal an, was sie für Werte haben. Bekleidung. Pelzhelm, na gut, der hat nur 12 Wert. Der hat der schon mehr und der andere. Ganz ehrlich, ich finde, dass dieser Helm hier eigentlich nicht so besonders schön aussieht.
Auch wenn es vielleicht ein bisschen dumm ist. Ja? Hallo, renn ich von uns weg. Werft einen Blick drauf. Dass wir erstmal hier wieder ein bisschen was verkaufen. Und zwar... den Pelzhelm. So, wir haben nur 483 Gold. Den Dolch brauchen wir auch nicht. Dass wir uns vielleicht... Den Pelzhelm haben wir schon. Rüstung und sowas kaufen, auch wenn es vielleicht ein bisschen dumm gerade erst ist. Aber wir behalten erstmal das, was wir bis jetzt haben. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Mhm. So, dann nehmen wir nochmal diese mit. Ist ja kein Stehlen. Und, können ja noch ein bisschen rumreden. Wer bist du? Du bist Embry. Oder Embry, oder wie auch immer. Was wollt ihr? Ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Nordmet. Ausdauer 3 Sekunden lang, ja gut, okay. Wie? Das war's. Ich hätte mir jetzt mehr darunter vorgestellt. Sammeln wir noch ein bisschen Disteln. So, wie schwer sind wir jetzt überhaupt beladen? Okay, das geht ja noch vollkommen klar. Ist noch ein Hühnchen. Gucken wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen um. Schlafender Riese. Reden wir erstmal. Das denke ich mal nicht verkehrt. Oh, gemütlich. Sven. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe.